Hi an euch da draußen, mein Name ist André Lütke-Bohmert und ich werde euch in unserem heutigen Trainertipp mal eine schöne Neuerung zeigen aus Windows 8.1. Und zwar handelt es sich dabei um den sogenannten Assigned Access, den zugewiesenen Zugriff. Microsoft hat das Ganze in der Planungsphase auch noch als Kiosk-Modus bezeichnet. Vielleicht kann der eine oder andere von euch mit dem Begriff etwas assoziieren. Gemeint ist damit, ein Benutzerkonto einzurichten auf einem Windows 8.1 Rechner, das, wenn es sich denn anmeldet, nur eine einzige Applikation zu sehen bekommt und keinen Zugriff erhält auf das darunterliegende Betriebssystem oder auf andere Applikationen. Wie wird das Ganze eingerichtet? Eingerichtet wird es durch die PC-Einstellungen, die ihr über die Charms-Leiste PC-Einstellungen ändern, aufrufen könnt und dort über die Kontenverwaltung. Über weitere Konten sehe ich zum einen, welche Konten es gibt auf dem Rechner und sehe einen neuen Link, der Konto für zugewiesenen Zugriff einrichten betitelt ist. Sobald ich den versuche, mal aufzurufen und ein Konto auszuwählen, wird er mich allerdings dezent darauf hinweisen, dass das nur möglich ist für nicht administrative Konten. Da ich im Moment noch keins habe, werde ich mir eben eins machen. Ein ganz normales Standard-Benutzerkonto, das ich mal Internet nenne. Weiter. Ich vergewissere mich auch sicherheitshalber noch mal kurz, ob ich es hier tatsächlich mit einem Standardbenutzer zu tun habe. Das ist der Fall. Und mit diesem neu angelegten Standardbenutzerkonto könnte ich diesen Assigned Access jetzt mal einmal testen. Ich wähle das Konto aus, hätte jetzt eigentlich die Möglichkeit, genau eine Applikation zu bestimmen, die dieser Benutzer verwenden darf. Im Moment sehe ich da keine Auswahl. Das hat damit zu tun, dass dieser Testbenutzer, den ich dafür verwenden möchte, dass er sich zumindest einmal angemeldet haben muss. Das heißt, es muss einmal die Liste der Applikationen tatsächlich geladen und installiert worden sein. Ansonsten ist es nicht möglich, dort eine Auswahl zu treffen. Heißt für mich, einmal anmelden als Benutzer Internet. Einmal kurz ein Momentchen warten, bis er seinen Anmeldeprozess abgeschlossen hat, die Applikation gleich mal einmal kurz geladen hat. Dieser ganze Vorbereitungsprozess, den ihr sicherlich auch schon aus Windows 8 Umgebung kennt, geben wir ihm 2, 3 Sekunden, um das abzuschließen. Betrachten wir die schönen bunten Farben, die auf uns einprasseln. Und los geht's auch schon. Das reicht mir schon. Jetzt kann ich mich wieder abmelden und kann mich wieder anmelden mit einem administrativen Konto. Dafür verwende ich gleich wieder meinen Local Admin. Und wir gehen erneut in die PC-Einstellungen. Marschieren erneut zu unseren Konten, gefolgt von weitere Konten, gefolgt von Konto für zugewiesenen Zugriff einrichten. Das Konto hat er sich gemerkt, das war unser Benutzer Internet und jetzt hätte ich hier eine Auswahl der Applikationen, die er auf dem Rechner findet. Ich wähle jetzt mal exemplarisch den Internet Explorer aus. Und dann testen wir nochmal, was denn dieser Internetbenutzer zu sehen bekommt, wenn er sich jetzt zukünftig anmeldet. Gerade bekam er die komplette Palette geladen an Applikationen. Jetzt beim neuen Anmeldeprozess sollte sich nur der Internet Explorer zeigen. Da ist er schon. Auch wenn ich jetzt im Moment natürlich noch vor der Aufgabe stehe, das Ganze einzurichten, eine Internetverbindung einzurichten. Der Zugriff auf Localhost sollte allerdings schon funktionieren. Und ihr seht die Startseite von IIS. Also der Anwender sieht tatsächlich nur das, was er sehen darf. Er wäre nicht in der Lage, jetzt irgendwo außerhalb dieser Applikation sich zu bewegen. Auch sowas wie Windows X funktioniert nicht wirklich. Wenn er sich denn abmelden möchte, geht das grundsätzlich über 5-mal Windows-Taste. Da ist er. Einmal wieder zurück als Local Admin und wir sind wieder
am Start angekommen unserer kleinen Reise. Also mit reinen Bordmitteln ist es sehr leicht möglich, heutzutage einen Rechner vorzubereiten, der vielleicht irgendwo für, keine Ahnung, den Tag der offenen Tür in die Lobby gestellt werden soll, eine einzige Applikation vorhalten soll und es dem Nutzer dieser Applikation unmöglich machen soll, sich außerhalb dieser Applikation zu bewegen. Vorher war das recht aufwendig, man musste Profile einrichten, musste ein Stück weit Vorarbeiten leisten, die heute in der Form gar nicht mehr nötig sind. Und das Ganze unter Assigned Access in Windows 8.1. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht durchaus für euch selber auch Potenzial und einen Einsatzbereich für diese Technik. Wir sehen uns beim nächsten Mal in einer unserer Schulungen und alles Gute euch.